natürlich auch ohne BH tragen. Habe ich gerade ohne BH gesagt? Oh mein Gott, was für Gedanken habe ich. Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es von mir eine Woche 5 Plus-Size-Outfits. Alle sehr unterschiedlich und alle irgendwie, ja, vom Stil einfach ein bisschen anders. Man muss natürlich immer schauen, was passt zu einem und was kann man vielleicht neu kombinieren. Aber ich wollte euch einfach so ein paar Inspirationen geben für eine gesamte Woche und also eine Arbeitswoche. Und ich möchte, dass ihr in diesem Video abstimmt, was ist euer Lieblingsoutfit. Schreibt es mir unbedingt in die Kommentare, also 1, 2, 3, 4 oder 5. Das würde ich gerne wissen und ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt mit dem Video und los geht's. I tried giving you my heart. Now I know you didn't want it. Thought that we could work it out, but it's no use. I think I'm better off alone. Das erste Outfit besteht aus 2 Farben, die zu meinen absoluten Favoriten gehören. Und das ist erstmal schwarz und Bordeaux-Rot, was auf jeden Fall diesen Herbst ziemlich angesagt sein wird. Meiner Meinung nach ist das eigentlich jeden Herbst angesagt, denn come on, die Farbe geht doch immer. Ich starte hier mit der Besonderheit. Das ist ein super langes Oberteil, was man super geil als Kleid tragen kann. Was ich dazu kombiniert habe, sind Overknee-Strümpfe in diesem Fall. Also keine Overknee-Stiefel. Denn ich finde, manchmal sind Overknee-Stiefel nicht ganz so bequem. Und das ist halt echt die perfekte Variante, wenn du diesen Overknee-Style haben willst. Du aber einfach die Schuhe nehmen kannst, die du gern hast und die super bequem sind. In meinem Fall sind das jetzt hier solche Boots, die noch ein bisschen dreckig sind, also don't judge me. Super bequem und sieht trotzdem echt cool aus. Und dazu würde ich einen schwarzen Mantel kombinieren. Meiner hier ist von Zara Basics, aber ich sag euch Leute, wenn ihr Haustiere habt, dann ist das kein Mantel für euch, denn jedes Haar saugt sich daran fest und geht kaum noch ab. Also ja, das ist ein bisschen umwirbelt, aber sonst ist der Mantel wirklich schön. Und was ihr jetzt noch natürlich machen könnt, ist einen passenden Lippenstift drauf machen oder passenden Nagellack zu dieser wunderschönen Bordeaux-Farbe. Und dann seid ihr auch schon ready für euren Tag. I don't want nothing to do with you. I tried to be perfect and keep you happy all the time. But I didn't know that you wanted. Okay, ich gebe es zu, ich habe ziemlich viele Bordeaux-farbene Sachen. I'm sorry, kann auch sein, dass mein Kopf ein bisschen abgeschnitten ist, weil ich Absatzstiefeletten trage. Aber ich liebe, liebe, liebe diesen Look. Der ist echt ziemlich warm. Also der ist wirklich für die etwas kälteren Herbsttage gedacht. Und was natürlich das Besondere daran ist, dieses Kleid ist perfekt für alle Plus-Size-Frauen. Vor allem für alle Plus-Size-Frauen mit Kurven, liebe Mädels. Denn es fällt nicht so super schlicht wie so ein Kasten, sondern ich finde, es betont auch noch so ein bisschen. Ihr könnt natürlich dem Ganzen ein bisschen mehr Betonung verleihen, indem ihr zum Beispiel so eine schöne Tasche dazu kombiniert. Und das Besondere an diesem Kleid ist natürlich diese Off-Shoulder-Partie, die ich wirklich extrem schön finde. Es ist warm, aber es ist auch sexy und ein bisschen verspielt. Und das finde ich einfach richtig, richtig toll. Ihr könnt es auch ohne Strumpfhose tragen, weil es wirklich sehr, sehr lang ist. Aber wenn es dann doch wirklich schon kalt ist, dann kann ich eine Strumpfhose empfehlen. Und dazu kombiniere ich schwarze Stiefeletten. Dieser Look hier gehört zu meinen absoluten Favoriten. Leute, vielleicht habt ihr das schon mitbekommen, weil ich liebe es, so elegante, süße, verspielte Kleidung mit so rockigen Sachen zu kombinieren oder generell mit sportlichen Sachen zu kombinieren. Genauso ist das nämlich hier. Dieses, das hat ein paar Flecken, ich hatte es gestern schon an. Aber dieses Oberteil ist momentan aktuell von Zara. Ich habe es, glaube ich, in XL und ich liebe es. Es ist so fluffig und perfekt für jede Plus-Size-Frau. Ihr könnt es natürlich auch ohne BH tragen. Habe ich gerade ohne BH gesagt? Oh mein Gott, was für Gedanken habe ich. Ich wollte sagen, ihr könnt es natürlich auch ohne Top tragen, so wie ich hier gerade. Oder aber mit einem schwarzen Top, je nachdem wie kalt es ist, je nachdem was ihr drüber habt, ob ihr euch ausziehen werdet oder nicht. Jedenfalls habe ich es jetzt einfach mal so kombiniert, um euch einfach zu zeigen, yo, das ist durchsichtig. Und es ist wirklich, es ist wunderschön. Es ist einfach nur toll. Das Geile an dem ist, es kaschiert Wilma und zwar so richtig. Guckt euch das mal an. Es ist perfekt, es ist so geschnitten, dass es Wilma umschmiegt. Und den Hintern aber nicht versteckt, was ich super genial finde. Kombiniert habe ich es mit einer Joanie Jeans von Topshop. Die haben so geile Hosen. Schaut doch mal vorbei. Da gibt es, glaube ich, Hosen bis zur Größe 46.
Und die haben oft einen sehr hohen Stretch-Anteil. Deswegen habe ich diese Hose jetzt hier auch gerade in 42 an tatsächlich, weil die einfach sonst, die war zu locker. Und an der ist natürlich das Geile, dass die hier diesen super geilen Beinausschnitt hat, genauso wie diesen Schlitz hier vorne. Und das sieht so hammer aus. Und dann habe ich das Ganze auch wieder mit meinen Festival-Boots kombiniert und ich liebe diesen Look. Und dazu kommt natürlich noch ein Mantel eurer Wahl, entweder in schwarz. Ich habe mich jetzt für diesen hier entschieden, weil der einfach ein bisschen lockerer fällt. Und komplett angezogen würde das Ganze dann so aussehen. It's alright, it's okay. Herbstoutfit. Ich habe jetzt keine Strumpfhose dazu an, würde ich aber zu einer raten. Ich denke, ich würde sogar vielleicht eine Hautfarbe dazu kombinieren, deswegen seht ihr jetzt auch einfach nur meine normale Haut und mit weißen Sneakern. Finde ich auch richtig, richtig cool den Look und ich habe da drunter ein Oberteil an, was so ein bisschen geschnürt ist. Da fragt ihr mich auch ganz, ganz oft nach. Das ist von Only, aber schon so viele Jahre alt. Ich versuche übrigens nicht mehr so viele Klamotten zu shoppen, deswegen habt ihr vielleicht ein paar der Styles auch schon gesehen, aber es ist unglaublich, wie viel Müll beim Online-Shopping einfach entsteht, vor allem auch wie viele Kosten, das ist so unglaublich teuer und ich versuche deswegen immer das zu kombinieren, was ich momentan so zu Hause habe. Das nächste Outfit ist definitiv ein bisschen außergewöhnlich, ja. Und das Ganze liegt an der Jacke. Das ist, glaube ich, das teuerste Kleidungsstück, was ich besitze. Ich habe ein beiges Maxi-Kleid genommen, wie ihr hier sehen könnt, und habe das mit einer Statement-Jacke kombiniert, mit einer schwarzen. Ich finde eigentlich diesen Kontrast von beige und schwarz ganz cool. Ist vielleicht nicht was für jedermann, vielleicht ist es für manche ein bisschen too much. Mir gefällt es aber richtig, richtig gut. Das hier ist die Jacke von hinten und das erklärt, glaube ich, warum das Kleid so schlicht wie möglich sein soll, denn die Jacke ist wirklich schon, ja, ist schon Statement genug. Ich finde es wirklich richtig cool. Kombiniert habe ich das Ganze auch wieder mit Stiefeletten und mir gefällt es sehr, sehr gut. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, ob so eine Statement-Jacke was für euch wäre oder ob diese Jacke was für euch wäre, denn ja, sie ist auf jeden Fall besonders, aber ich finde sie wirklich richtig, richtig cool. Dem Video einen Daumen nach oben zu hinterlassen, wenn es dir gefallen hat. Ich hoffe, es war toll, sehr liebe Freunde, denn das Video war sehr viel Arbeit. Ich musste allein um mich vor diese Wand zu stellen, alles Mögliche in meinem Wohnzimmer wegschieben, umstellen, umräumen und das war eine Tortur, sage ich euch. Auf jeden Fall gibt es jetzt hier an der Seite noch ein paar andere Videos von mir, schaut da sehr, sehr gerne mal vorbei und falls ihr jetzt Bock habt und euch denkt, boah, die muss ich abonnieren, könnt ihr das kostenlos hier oben machen, ich würde mich sehr darüber freuen und würde sagen, wir sehen uns dann jetzt einfach am Sonntag um 12 Uhr wieder und bis dahin, ciao!